So, liebe Freunde, hier bin ich auch schon wieder nach dieser letzten Folge. Ich bin hier, ja, ihr müsst ja eigentlich wissen, was passiert ist. Ich glaube, es ist jetzt nicht so viel Änderung in meiner Audience. Für den Fall, dass ihr nicht mehr Bescheid wisst, das letzte war ein ziemlich großes Special, was wir hier gemacht haben. Hat mir persönlich großen Spaß gemacht, weiß nicht, wie es bei euch war. War allerdings eher ein defensives Special. Mussten hier eher die Verhältnisse halten. Sie sollen den ketzerischen Schmutz nicht länger verbreiten. Spuckt hier große Töne und dann kriegt das nicht gebacken. Das sind doch die allerbesten. Der müsste es aber eigentlich packen. Ihr wünscht die Hilfe der Kirche, mein Herr? Sie, klar. Sie vor Gericht, aber Gott wird urteilen. Da kannst du von ausgehen. Und wie der urteilen wird. So, genau, hier ist unsere Armee fast fertig. Ja. Wie lange braucht es hier? Eine Runde braucht die Karacke. Dauert immer eine Runde bis zur nächsten Einheit. Ich glaube, mit drei Karacken können wir uns dann eigentlich schon fast auf den Weg machen. Gibt nicht mehr allzu viele Piraten und so. Die verabschieden sich größtenteils mit der Zeit. Das hier ist immer noch Stephen Miller, der ist unheimlich stark. Ursprünglich ja ein bei uns angestellter Herr, sozusagen. So, hier konnte man einen Ketzer platt machen. Geht's da zurück in die Zentrale. Leon. So, die religiöse Zentrale unseres Reiches, würde ich mal sagen. So, und in Palermo. Mensch, sind echt ganz schön gut ausgebildete Leute da. Geht's dann in zwei Runden weiter. Da setzen wir dann über, um uns den Rest von Nordafrika zu holen. Denn auch Afrika sollte Teil des englischen Empires sein. Das haben die historischen Briten nicht anders gesehen als wir jetzt. Und da bin ich doch mal gespannt, was in der nächsten Runde so alles passiert. Bumm. Ein Ketzer und noch ein Ketzer. Die Franzosen sind hier immer fröhlich am Verhandeln. Die konnten ja jetzt ihre adeligen Familien natürlich wieder aufbauen. Bringt denen aber ja gar nichts. So, jetzt das ist pure Verzweiflung, was die hier machen. Das bringt doch nichts, hier jetzt anzugreifen. Zumal, hat Jerusalem nicht überhaupt, ich weiß gar nicht, was wir da für Verteidigungsmechanismen haben, aber... Heute machen wir unseren König stolz! Macht euch bereit! Aber es müsste eigentlich, zumindest Ballistentürme müssten eigentlich vorhanden sein. Positionierung starten. Keine Ahnung, was das für Türme sind. Aber gut aussehen tun sie. Wahrscheinlich Ballistentürme, aber ich weiß es nicht. Folgendes ist der Plan. Ah, das ist wieder hier, ist alles so eng. Okay. Folgendes ist der Plan. Wir haben hier unsere Bogenschützenmilizen. Das ist schön und gut. Die stellen wir alle insgesamt ein bisschen enger. Diese Sperrmiliz kommt zur Sicherheit auch hier drauf. So, hier auf der linken Seite ergibt sich ein ähnliches Bild. Bogenschützenmiliz, Bogenschützenmiliz, Bogenschützenmiliz. Würde ich auch vielleicht ein bisschen zusammenstauchen, damit sie halt im Falle eines direkten Angriffs in der Lage sind, sich selbstverständlich mit Hilfe der Sperrmiliz... Huch, noch eine Bogenschützenmiliz.
Alter, sich zu verteidigen. Also an Bogenschützenmilizen mangelt es hier wirklich nicht. So. Jetzt starte ich die Schlacht und ich werde jetzt möglicherweise diese Demi-Lanzenreiter hier opfern müssen. Ich möchte nämlich nicht, dass unsere Gegner einfach unsere Mauern umgehen, sozusagen. Mein Herr, unsere Belagerungsmaschinen liegen brach. Wir müssen sie wieder bemannen. Ich habe überhaupt gar keine Belagerungsmaschinen. So, ihr müsst euch mal ein bisschen zurückziehen. Die meisten sind doch bemannt. Ah, da habe ich auf jeden Fall ordentlich was ausgelöst hier mit dem Angriff. So viel kann man, glaube ich, sagen. Bogenschützen feuern hier. Bogenschützen beider Seiten. So, mit einem Mann Bemannung kannst du natürlich auch nicht mehr so gut mit denen. Männer werden angegriffen. Wir müssen sofort handeln. Mit denen, ach, ihr wisst schon. Können nicht mehr so gut hantieren, auf jeden Fall. Unsere Männer werden angegriffen. Wir müssen etwas unternehmen. Also unsere Taktik, wenn man so nennen will, ist eigentlich Masse. Jetzt ist es hier alles ein bisschen eng. Deswegen kein Feuer mehr. Flucht! Der Rambock des Feindes ist durch unsere Tore. So, jetzt kommen sie reingestürmt. Oh, und fliehen direkt. Hatten wohl nicht mit Gegenwehr gerechnet. Die Schlacht sieht sehr gut für uns aus. Wenn wir aufrecht und unsere Männer werden angegriffen. Wir müssen etwas unternehmen. Fliehen ja alle direkt, die haben alle eine scheiß Moral. Spricht auch dafür, dass das ein Verzweiflungsangriff ist, den sie hier starten. So, also weitestgehend wird hier direkt wieder die Flucht angetreten. Sehr schlechtes Management der Schlacht. Jetzt gilt es eigentlich nur noch, das Herzstück der gegnerischen Armee zu erwischen. Was wohl der General wäre, der völlig siegessicher ist. Aber völlig siegessicher. So, wir wollen noch mal ein bisschen Platz da reinschieben. Gleiches gilt für den. Unsere Männer gewinnen die Schlacht. Wenn wir so weitermachen. So, einer nach dem anderen flieht hier. Ja, das war's. Die Schlacht gewinnen sie nicht. Den Prinzen haben wir schon besiegt. Und auch den König haben wir besiegt. Aber dennoch tot. Beide tot. Wir müssen zuschlagen, solange das Eisen noch heiß ist. Der Feind ist besiegt. Da macht sich, glaube ich, niemand was vor. Das ist ein klarer Sieg. Schlacht haben wir gewonnen. An alle, die es nicht mitbekommen haben. Lang lebe der König! Sicher auch so. Lang lebe der König. So, die russische Diplomatie ist hier heftigst unterwegs und am Flirten.
Was passiert hier jetzt? Ah, kann gut sein, dass die einen Angriff planen, aber dürfte eigentlich nicht von Erfolg gekrönt sein. Die Aktion unserer Gegner eher so kleine Nicklichkeiten als richtig vernichtende Angriffe. Jetzt greifen die Mongolen Vilnius an. Auch hier keine Überraschung. Der Feind belagert uns, mein König, aber wir werden nicht aufgeben. Das klingt doch gut. Für die Mongolen geht's ja insgesamt auch schon wieder bergab. Ging denen schon deutlich besser. Verlieren wieder am Boden? Nee. Mal machen. So. Kümmern wir uns erstmal um Jerusalem. Und um unsere armen, verwundeten Kämpfer, die sich hier opfern. Für unser Reich. Und die wahren Helden. Ich könnte ohne die hier auch nicht viel anfangen. Der Applaus gehört ihnen. Oh, polnischer Kerl stirbt. Wir kriegen dafür einen reingesetzt. Das ist doch ganz gut. Prinz Morris. Wo gleich wir Prinz Morris mal hatten. Wer ist denn das? Es ist mir eine Ehre, mein König. Prinz Morris? Morris von Rothwell. Ah. Ich freue mich auf den König. Ich freue mich. Eure Befehle? Eure Befehle? Mein König. Oh, du gehst hier Richtung... Ah. Wie lang noch? 5 Runden. Dann nehmen wir doch gerade lieber erstmal Wien ein, oder? Ist doch ganz, ganz chillig eigentlich. So. Prinz Anselm ist deshalb jetzt der neue Order. Oh nee. Boah, ey, also. Die Familie, die hier jetzt, also der Teil der Familie, der hier jetzt die Kontrolle übernommen hat, ist echt völlig verkorkst. Wie lautet euer Befehl? Völlig verkorkst. So, dann noch eine neue Karkasse und dann können wir nächste Runde schon starten. Mal gucken, was wir hier so bauen. Kayin wird schon gebaut. Wir zu einer noch größeren Stadt. So, Bologna, die Metropole. Kriegt einen Vergnügungspalast. In Saragossa bauen wir ein Händlerviertel. In Toledo bauen wir einen Milizexerzierplatz. In Antwerpen ein Alchemistenlabor. In Hamburg haben wir jetzt eine Großstadt. Das ist ziemlich gut. Dann gehen wir jetzt erstmal auf den Kornmarkt und so, solche Standardsachen. Eigentlich überraschend, dass Hamburg schon so viel Geld macht. Eigentlich haben wir da noch fast nichts gebaut. So, Aarhus. Bauen wir mal ein Hafenviertel, ein richtiges. Dann geht da, glaube ich, auch so einiges. So, Staufen hat jetzt eine sehr, sehr schöne Zufriedenheit. Nürnberg gibt's nichts mehr zu bauen. Ja gut, ist aber auch bald eine Metropole, dann gibt's da auch wieder ordentlich was zu bauen. In Lissabon bauen wir mal eine Kathedrale. Ja, immer noch ein relativ unchristlicher Verein da unten in Spanien. In Magdeburg sind die Kanonentürme fertig, das ist super, dann bauen wir da jetzt eine Waffenkammer. Damit ist Magdeburg schon relativ uneinnehmbar. So, in der Zitadelle. Kayari. Bauen wir mal noch einen Priester. Bewässerung. Kayari wird auch nicht ewig eine Festung bleiben, da bin ich mir ganz sicher. So, liebe Freunde und... die Polen, ich meine, was sag ich, die Polen? Die Mongolen sind mal wieder auf den tollen Trichter gekommen, uns doch mal wieder zu belagern. Da wird die nächste Runde allerdings eine böse Überraschung ereilen. Und liebe Freunde, das seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss!